Unsere Welt steht auf dem Kopf. Und in der auf den Kopf gestellten Welt gibt es wenig, was sich wie die Welt auf den Füßen verhält. Es war schön, sich zu umarmen. Es war schön, sich die Hand zu geben oder einen Schluck aus derselben Flasche zu nehmen. Jetzt erscheint es wie ein Traum, mit vielen Kindern in einem Raum, auf einer Freizeit zusammen zu singen, ohne Abstand, ohne Angst, ohne ein schlechtes Gewissen haben zu müssen. Das Virus ist ein Gemeinschaftskiller, ein Albtraumerfüller. Das Virus lässt ein Verlangen entstehen nach dem, was lange Zeit möglich war. Wir lernen gerade. Wir planen und müssen die Pläne verwerfen. Doch die Pläne C bis E scheitern oft ebenso wie der Plan B. Wir dachten, wir seien unsere Grenzen los und unser Wachstum sei grenzenlos und unsere Möglichkeiten und unser Reisen. Wir haben es nicht im Griff. Wir sind nicht der Schöpfer, wir sind Geschöpfe. Den Schatten zu erleben, kann uns zur Erkenntnis bewegen, dass andere ja schon immer auf der Schattenseite leben. Wir erkennen, wir sind nicht so gut, wie wir dachten. Wir füllen unsere Einkaufswagen. Wie können wir einen Einkauf wagen, der leere Regale hinterlässt? Brauchen wir doch Vergebung? Doch es strahlt auch ein ganz helles Licht. Zwischen den Menschen in dieser Zeit erleben wir Mitmenschlichkeit, eine Welle von Solidarität und Mitgefühl. Obwohl wir über den Abstand wissen, rücken wir näher zusammen, auf eine neue Art, die wir uns erhalten müssen. Die Krise trifft uns Christen nicht weniger als andere Menschen. Es ist mit Sicherheit dieselbe Unsicherheit. Es ist dieselbe Not, dieselbe Angst, dieselben Probleme. Und doch wagen wir zu sagen, dass er die auf den Kopf gestellte Welt noch immer in seinen Händen hält. Und manchmal erkennen wir, wie er segnet, wo Menschen Gutes tun. Und wie er Gutes tut, wo Menschen segnen. Er nimmt die Krise nicht einfach weg, aber er geht mit uns hindurch. Manchmal stehen wir neben uns, weil wir ihn nicht erkennen. Und manchmal erkennen wir, dass er neben uns steht.